So, ein wunderschönen Willkommen zurück zu, ja, Doom ET. Meint es, it's real. Das ist doch gerade einer on sich gerade. Lol. Dann gehen wir mal direkt rein. So, und wir waren ja dabei, oh, muss ich überlegen, wir wollten das Feld umsetzen, wir wollten in dem Haus den Boden reinziehen und wir wollten Dach bauen. Hoffe ich. Keine Ahnung. Aber müsste eigentlich alles gewesen sein. Ja, wie gesagt, ist doch gerade jemand on. Falco, allerdings ist er ein englischsprachiger. Ja. Hello from Germany. I am Walter and this is my Let's Play account. So yes, you are on TV oder in TV? On TV. So, okay. Mir fällt gerade auf, der Gamma-Wert ist sogar schon hoch bei mir. Ist mir egal. Was ist denn hier los? Das war früher noch nicht da. Okay. Ja, Feld umsetzen. Das heißt, ich hatte gehofft, dass mittlerweile alles fertig gereift ist. Ach Mann, Alter, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich habe Bio geschrieben. Gut, dann würde ich mal sagen, solange wir das Feld noch braucht, um zu feldern. Zum einen müssen wir noch unser Feld ein bisschen vergrößern. Da sind wir nicht ganz fertig geworden hier. Sorry Leute, ich muss mal ganz kurz den Kamera wieder runterdrehen. Es ist hier gerade ein bisschen. Bei Mytest ist es ja egal. Mytest ist ja an sich so hell. Da ist es egal, ob die Sonne scheint oder nicht. Von daher würde ich mal sagen, wir können hier einfach so spielen. Sieht wesentlich besser aus, wesentlich kontrastreicher für mich. Okay, was wir brauchen ist Know-how. Da haben wir sogar noch eine aus Holz. Ich glaube, die reicht extrem ultra lange. Wir haben 1, 2, 3. Wir haben, oh Gott, 20 Stück, 20 Felder lang ist das Ganze, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach ja, wir müssen Wasser nachbessern. Gott, so viel zu tun, Alter. Was ist jetzt, wie jetzt, wo jetzt, was ist jetzt? So, so, so. Durch den dunklen Sand, durch dunkle Gras sieht es aus, als wenn hier voll Schatten wäre. Oder es liegt einfach daran, dass ich den Gamma-Wert doch jetzt ein bisschen zu niedrig habe. Ich glaube, ich hätte doch auf 1,25 gehen sollen. Und, oder, ja, also auf jeden Fall ein bisschen höher. I watch one of your podcasts. I could not understand hardly a word of it. Yes, German is a hard language. Ja. Achso, auf Deutsch. Ich habe deine Videos geguckt, aber es fiel mir schwer, auch nur ein einziges Wort zu verstehen, meint er gerade. Weil er ist ja, wie gesagt, Engländer. Also. Er ist, glaube ich, er kam gerade gar nicht aus England, sondern er kommt aus, jetzt muss ich überlegen, entweder Spanien oder irgendwie sowas. Also ein europäisches Land, aber halt einfach, wo man Englisch spricht. Von daher, das war gerade dumm. Ja, von daher, wie gesagt, ist ja die deutsche Sprache nicht mächtig. For me anyway.
Ja, okay. But many pe Scheiße. People like me speak English too. Ja, also er gerade für mich sowieso, also jetzt bezogen auf Deutsch ist eine schwere Sprache, da meinte er gerade, ja, für mich sowieso. Und ich gerade, ja, aber viele sprechen halt auch Englisch, von daher ist er ist ja jetzt, wie gesagt, auf dem deutschen Server, weil er war auf einem anderen Server von mir, einer der, ja, halt ein anderer Server von mir. Und da habe ich ihn halt dem Server hier empfohlen, weil der halt von mir direkt gepflegt wird und damit halt aktiver betreut wird. Als Verständnis, ich hoste auch ein paar Server für andere Leute, wenn sie mich darum bitten. Das Problem ist, ich mache das Ding mal weg und jetzt direkt Stein. Wir haben aber gerade gar keinen Stein dabei, fällt mir gerade auf. Die Sache ist, jemand hat mich darum gebeten, einen Server zu hosten. Das tue ich auch. Aber derjenige hat sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Das heißt, der Server, den ich für ihn hosten soll, der ist halt aktiv, der ist halt online. Wie er heißt, sage ich nicht, weil das Problem ist nämlich, der Typ hat sich seitdem nicht mehr blicken lassen. Das heißt, der Server ist so ziemlich administrativ gesehen jetzt verwahrlost. Und Falco war halt auf dem Server. Und ich war halt eines Tages auch auf dem Server und dann kamen wir so im Gespräch, dass ich quasi derjenige bin, der das Ding zwar hostet, Ted, aber nicht der bin, der das Ding quasi betreut, weil ja, ich kümmere mich halt nur ums Hosting. Administrator sollte halt der Typ sein, der halt nicht mehr verfügbar ist, sag ich jetzt mal. Und dementsprechend, ja, ist es zwar schön, dass er da spielt. Aber weil da sehr viel, auch sehr viele Griefer waren, habe ich ihnen halt nahegelegt, dass sich daran so schnell wahrscheinlich auch nichts ändern wird, weil ich persönlich kümmere mich dann zum Hosting und um Griefer und ähnliches müsste ich dann der Administrator selber kümmern, entsprechend mit Mods oder ähnliches. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 10. War lecker. Auf jeden Fall ja, von 20. Wie gesagt, der Administrator hat sich halt nicht mehr blicken lassen. Und da habe ich ihm halt empfohlen, dass er ja auf einen von meinen Servern, die ich für mich hoste, also sowas wie der hier zum Beispiel, ist zwar ein deutscher Server, aber wie gesagt, der wird wenigstens ein bisschen supported von mir. Ja, was halt für sich halt besser ist, schätze ich mal. Weil Falco ist halt jemand, der relativ viel baut. Der hat auch schon, also. Bei dem Server, wo ich ihn kennengelernt hatte, da hatte er extrem viel gebaut, direkt am Spawn. Weil, wie gesagt, der Spawn war halt noch leer, weil der Administrator hat sich ja nie blicken lassen. Und ja, seitdem ich ihn halt diesen Server hier empfohlen habe. Ach, aus Texas kommt er. Okay. Ja, seitdem ich ihn halt hier empfohlen habe, hatte ich hier auch schon eine ganze Menge gebaut. Weil ihr wisst doch noch, als wir dieses Let's Play Together gemacht haben, da sind wir ja, da waren wir ja am Spawn, haben wir am Spawn gestartet, logischerweise, und der Spawn war komplett leer. Und jetzt ist das schon richtiges kleines Straßennetz, wobei das hat nicht er gebaut, sondern JJK1. Oder mein netter Moderator für alle. Und Falco hat quasi direkt am Straßennetz auch schon ein Haus gebaut, ein richtig schönes Haus gebaut. Und einen Turm gebaut, richtig schön Aussichtsturm und sowas alles. Also, Falco ist ein sehr aktiver Spieler. So, was hat er jetzt gesagt? Yes, and sadly, few of us who study German in high school can hold a conversation. Then again, I study a bit of Latein and I could not hold a conversation in it for a life of me. Okay, also er, ja, quasi Schullife und so, bla bla bla. Er kann nicht sehr gut Deutsch, kurz zusammengefasst. Zweite ist, so in Texas, quite a few of us speak some Spanish and some speak a bit of Korea or Japanese. Lol! Do Koreas. Was das Wort heißt, weiß ich nicht. Aber Anime halt. Ja, also in Texas, ein paar von uns sprechen Spanisch und andere sprechen ein bisschen Koreanisch und Japanisch. ja, ich mag ja auch Japanisch.
durch die, was auch immer das ist, und Animes. Wahrscheinlich wollt ihr Kamasutra schreiben. Spaß. So, ich hoffe mal die CPU-Leistung. Doch, CPU ist noch, hat noch Spielraum. CPU ist ja mittlerweile ganz schön ausgelastet, weil wie gesagt, ich für die, die Doom nicht geguckt haben, im Hintergrund mache ich gerade auf dem Rechner Dinge, die Leistung brauchen, die ich aber leider auch leider auch nicht abstellen konnte, weil abstellen würde bedeuten abbrechen. Und ja, das dauert lange und dann müsste ich wieder lange warten. Deswegen habe ich das jetzt quasi einfach nur CPU limitiert. Und das läuft halt im Hintergrund noch und braucht etwas CPU-Leistung. Und ich stehe auf meinem Lautsprecherkabel. Kopfhörerkabel. Oh, und ich ertrinke. Ah. Okay, die Felder sind jetzt alle da. Dann können wir jetzt mal gucken, wieder bis zu den Feldern gehen. Dafür sorgen, dass sie weiter wachsen. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Irgendwas hat sich hier noch geändert, was ich sagen wollte. Ich weiß aber gerade echt nicht was. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Also jetzt nicht wegen Falco, sondern wegen den Servern. Das mit dem, dass ich jetzt einen Creative Server habe, das habe ich schon gesagt. Ja, keine Ahnung. So, man, diese App brauchen halt einfach ewig, ey. Oh Gott. Wisst ihr was? Ich glaube, ich ernte einfach, was zu ernten ist und das Rest, was dann halt übrig bleibt, naja. Ich meine, die Erdbeeren gehen uns ja an sich nicht verloren, weil manche sind ja schon gewachsen hier. Von daher sollte das kein Problem sein. Ja. Hier sind auch noch Erdbeeren. Heißt also, wir haben sowieso noch ein paar Erdbeeren, die überall rumfliegen. Ich mache jetzt einfach. Ich leere mal kurz meine Taschen und dann machen wir mal kurz das Feld. Siedeln wir um. Sollte passen. Ich muss mal gucken, ob ich noch mir mal eine Eisenschippe baue oder ob ich sogar noch eine habe. Das wäre ganz cool. Wow. Das war genau das, was ich wollte. Nein, wir haben keine Schippe. Dann baue ich noch mal ganz kurz eine. Erstmal leere ich meine Taschen. So, das heißt, wir brauchen ein bisschen Bronze und ein paar Holzstäbchen. Habe ich keine Holzstäbchen mehr? Ach ja, Quatsch, habe ich ja hier alle drin. So, danke dafür. Du kannst auch gleich direkt da rein. Und hiervon nehme ich mir gleich mal ein paar mit, für den Fall, dass die eine Schippe doch nicht reichen sollte. Weil ich will natürlich, unser altes Feld auch gleich abgraben. Das muss ja nicht im Wasser bleiben, wenn es eh nicht genutzt wird, ne? Von daher, ich denke mal, es ist naheliegend. Ja, und dann würde ich mal sagen, lösen wir unser altes Feld auf und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie lange die Aufnahme überhaupt geht. Scheiße. Sobald dann alles abgeerntet ist, reiße ich dann die Felder hier auch ab. Okay. Nein, ich will sie nicht essen. Alter. Ich möchte mal ganz kurz was gucken. Und zwar, ob es geht, dass wenn ich die Felder von unten abgrabe. Alter, ich habe mich schon wieder reingeglitscht gerade. Ja, die Sachen droppen. Und gehe nicht einfach verloren. Das ist sehr schön. Dann kann ich hier doch tatsächlich einfach so machen. Ja, wie gesagt, die Dinger, die klar, die droppen natürlich gar nichts, einfach weil sie noch nicht fertig sind. Ja, schön. Schöne Kartoffelchen. Nam, 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 nam.
Okay. Hallo? 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 Ah! Boah, Alter. Ist hier gerade ein Server los? Nein, du? Oh, das war recht, dass du Rechner ausgelastet. Kann ja nicht sein. Und jetzt geht's auch wieder schnell. Sehr seltsam, das Ganze. Sehr, sehr seltsam. Na gut. Okay, ich glaube, meine Schippe reicht doch. Obwohl, nee, ich habe 5 Felder. Ich hatte 6 Felder. Okay, nee, dann reicht es doch nicht. Dann brauche ich doch 2 Schippen. Und ich brauche zu essen. So, das Getreide ist auch noch lange nicht fertig. Gerade so eine Verschwendung, Alter. Oh, warum hat das alles so ewig? Ha, Minärchen. Das ist echt traurig. Okay, wir brauchen also 3 Schippen. Ach nee, das war schon das 4. Feld. Ah, okay. Dann passt doch alles. Ja, okay, also hier wird jetzt alles verloren gehen wahrscheinlich. Oh, wir kriegen sogar einmal Wolle. LOL. Ups, da habe ich einmal Zuckersand geklaut, Alter, was geht denn hier ab? Ah, und hier wird jetzt ein bisschen, naja, was soll's. Schüssel de Düssel! Egal, komm, hauen wir eh nicht mehr. So, dann ist der Strand gleich wieder von Untaten befreit. Sehr schön. Ich hab schon wieder Zuckersand abgebaut. Mann! Oh my war. Okay. So, das war's denn damit. Dann würde ich mal sagen, Strand ist befreit. Dann machen wir erstmal eine kleine Aufnahmepause. Also, ne? Feierabend. Aber ich weiß nämlich gar nicht, wie lange die Folge jetzt überhaupt geht. In dem Sinne dann, schau mit V. Bis nachher dann. Tschüss. Okay.